Liebe Leute, bevor es jetzt mit dem Video losgeht, möchte ich mich auf jeden Fall noch einmal für euren kranken Support bedanken, was wir jetzt am Ende von 2019 alles geschafft haben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch natürlich ein gutes neues Jahr und ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr 2020 gestartet. Und ich würde jetzt sagen, ich babbel gar nicht weiter, ich wollte nur einmal krass Danke sagen und jetzt geht's los mit dem Video. Und was geht ab, meine Überlebenskünstler? Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge DayZ Diaries. In der heutigen Folge wollte ich einfach mal was probieren und zwar, wie friendly sind die Spieler auf der PS4 wirklich? Und ich würde das Ganze natürlich als Experiment laufen lassen. Das bedeutet, ich werde als Bambi jedes Mal zu irgendwelchen Spielern hinrennen und einfach nur ganz gemütlich mit denen reden. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was passiert. Da liegt Menschenfleisch. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Also ich glaube nicht, dass wir hier freundliche Leute treffen. Ach du Scheiße, hier liegt auch nochmal eine Leiche. Ich habe noch nie einen Menschen gehäutet. Aber zieht euch mal ran, wie die schon verwesen. Blub. Alter. Bei Menschenfleisch kriegst du genug, ne? Oh, hey buddy. What's going on? I hope you can hear me. Buddy? Warum ist denn der Gute umgekippt? Dann versuchen wir ihn halt mal zu reanimieren, Leute. Wir sind natürlich die Art von Mensch, die Leuten hilft. Hello. Hey, buddy. What's going on? Can you hear me? So, I helped you. So, you need something? Die Spalte. Du bist doch bestimmt Deutsch, Digga. Okay, vielleicht hast du ja kein Mikrofon. Egal, ich hab dich ins Leben zurückgeholt, Bro. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. So, Leute, da haben wir unseren ersten Menschen gerettet. Und da kippt er halt schon wieder um. Und ich lasse ihn natürlich nicht liegen, Leute. Wir versuchen ihn wieder zu reanimieren, bevor der Zombie mich umbringt. Steh auf, Bro. Am besten gehst du ins Haus. Ist, glaube ich, sicherer. Du kommst anscheinend nicht arg weit, sonst kippst du wieder um. Also mach's gut. Der Zombie verfolgt ihn jetzt. Ich würde das alles jetzt einfach mal so laufen lassen, Leute. Und ich bewege mich jetzt einfach mal weiter. Ich glaube, ich bewege mich auch ganz kurz Richtung Meer, dass ich mir kurz die Hände waschen kann. Nice, perfekt. Wir sind wieder clean unterwegs und wir suchen jetzt natürlich wieder jemand anderen. Also er war jetzt wohl nicht feindlich gesinnt. Also ich denke mal, wenn er feindlich gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich angefangen zu boxen. Das hat er nicht getan. Also ein Punkt geht an die Freundlichkeit auf der PS4. Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass der Typ nochmal umgekippt ist, währenddessen der Zombie ihm hinterher ist. Das wäre natürlich mega beschissen. Aber was ich machen könnte, ich könnte gucken gehen. Oh nein, er liegt da wirklich. An derselben Stelle. Oh, aber der hatte ein bisschen was. Würde uns auf jeden Fall helfen, wenn ich diesen Ganzen jetzt loote, dass sein Stuff natürlich nicht umsonst ist. Werde ich den Guten jetzt einfach in Ehren halten? Oh, und Menschenfleisch. Aha. Da weht der Wind her. Du hast jemanden umgebracht und hast ihn versucht zu essen. Das ist natürlich nicht die feine Art. Jetzt rennen wir einfach mal in diese Richtung. Ich merke auch gerade, dass ich was essen muss. Also so viel ich glaube, hat dieser Typ natürlich den einen niedergemetzelt und hat ihn dann verspeist.
Oh, guck mal, da ist eine Baracke. Also so, glaube ich, war der Status. Och, eine SG-5K. Ja, nice, Leute. Dass man halt einfach hier sowas auf dem Boden findet. Aber ich glaube, ich renne mal noch mal kurz zu dem Dude nach hinten, weil ich glaube, der hatte nämlich ein Magazin dafür. Ich würde mal sagen, unsere Ausbeute ist doch jetzt gar nicht so schlecht. Dafür, dass einfach einer da so easy vor sich hin krepiert ist. Als ich durch die Nacht gelaufen bin, habe ich dieses Licht in diesem Häuschen gesehen. Ich hatte versucht, mit den zwei Mates zu reden, aber die haben nicht geantwortet. Also habe ich geschossen, bevor ich erschossen werde. Scheiße. Ich glaube, bei mir ist einer hier in der Baracke. Ja. Ja, der zielt schon auf mich. Ich hab ihn. Vielleicht hat er Essen. Tja, Leute, so kann es halt auch mal laufen. Er hatte natürlich schon auf mich gezielt und bevor ich erschossen werde, erschieße ich natürlich. Natürlich böse für den Dude, tut mir wirklich mega leid, aber was soll man machen? In diesem Moment wurde ich natürlich sehr überrascht, weil dem sein Mate ist vorbeigekommen und hat mich dann erschossen. What's going on? Hello? Why you run away? Oh. Okay, wieso rennt er weg? Hey buddy. Don't be scared. Don't be scared. What's going on? You got a mic? You hear me? Jump one time when you hear me. Oh, nice. Perfect. Perfect. So, what's going on? So lonely and generous. Was sucht er denn jetzt da oben? Okay. So you have to press the cross on your controller down. Yeah, nice. Do you need something? Eat or drink something? Drink. Yeah. Drink. So take this one on the ground. You see the Pepsi Cola? Take it. Oh, good. Nice to meet you, buddy. Have a good time in Cherno and just survive, you know? So Leute, da haben wir doch mal wieder einen freundlichen Spieler gefunden. Also, ich kann jetzt echt mittlerweile sagen, die Konsole führt jetzt schon mit 2 Punkten. Bis auf den gerade eben, der mich natürlich über den Haufen geballert hat, als ich im Busch saß. Aber wen kann man das übel nehmen? Also ich glaube nämlich, dass ich seinen Mate erschossen habe. Und es war natürliche Auslese, Leute. Das war ganz klar Rache. Und da geht es auf jeden Fall übertrieben ab mit Schüssen. Ich würde aber mal gucken, dass ich da jetzt irgendwie hinkomme. Oh scheiße, da sind ja 3 Leute. Lass mal hin, ey. Hey, buddies. Hello. I know you can't hear me, huh? Oh shit. Who's shooting, man? Okay, Leute, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, was hier gerade abgeht, aber aus diesem Haus da hinten schießt irgendeiner raus. Ich greife mir jetzt hier einfach mal die Waffe und dann schauen wir mal, was passiert. Okay, Leute, also ich würde behaupten, dass die 3, mit denen ich am Panzer stande, die waren nicht feindlich, aber der da hinten hat mich natürlich erwischt. Was soll's, wir respawnen neu und suchen gleich mal einen neuen. Wir haben wieder einen Spieler gefunden, der läuft gerade hier unten entlang. Und wir gucken jetzt mal, wie freundlich der ist. Hey, buddy. Hello. On your right. Hello. Hi. What's going on? So, what's up? Oh, buddy, I can't hear you. Yeah, I see your name up on the screen, but I don't hear you. You got something to drink? Yeah, I can't hear you, buddy. Okay, Leute, also wir finden zwar viele Leute, aber irgendwie, glaube ich, kriegen die das nicht ganz gebacken, dass man sie über das Headset hört. Aber er war jetzt auch freundlich, er hatte eine Machete in der Hand und hat mich nicht wirklich angegriffen. Also würde ich einfach mal behaupten, dass der Punkt jetzt auch mal wieder
auf das Positive in den Menschen geht. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir suchen uns noch einen anderen Spieler. Bis jetzt steht es eigentlich recht gut für die PS4. Auch hier habe ich wieder einen freundlichen Spieler gefunden. Er hätte mich natürlich abschlachten können, als ich mich bandagiert habe. Das hat er nicht getan. In diesem Sinne steht es jetzt 4:1 für die PS4, Leute. Und ich muss ehrlich sein, ich bin wirklich auf jeden Bambi zugelaufen, um das Experiment natürlich nicht zu verfälschen. Also ich habe 4 nette Leute kennengelernt. Klar, der eine hat mich über den Haufen geballert, aber ich habe wahrscheinlich seinen Mate erschossen, also war das natürliche Rache. In diesem Sinne kann ich das gar nicht böse nehmen. So Leute, wir wären dann auf jeden Fall am Ende von diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Ein Däumchen nach oben, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht habt. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.